Oh yeah, liebe Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Super Mario Bros. So, nach dem letzten Fail-Part hoffe ich, dass wir es endlich im vierten Part durchkriegen. Ist ja schon ein bisschen peinlich gewesen. What the fuck? Ist schon ein bisschen peinlich gewesen, was beim letzten Mal abging. Ich hoffe, es fängt nicht wieder so komisch an. Oh mein Gott. Ich bin jetzt nach ein paar Tagen wieder am Zocken. Inzwischen ist sehr, sehr viel gewesen. Sehr viel komisches Zeug. Weswegen ich nicht dazu kam, weiter aufzunehmen, obwohl ich es gerne unbedingt weitergemacht hätte. Nein, ich habe mein Leben kaputt gemacht. Cheat, Mann. Mein Leben ist kaputt. Ja. Mein Leben ist kaputt. Unseres auch. Ja. Komm, das schaffst du. Oh mein Gott. Ey, diese Steuerung ist manchmal... Gerade wenn du wieder reinkommst, ist die Steuerung manchmal echt furchtbar. So. Oh, stimmt. Ich sollte vielleicht lieber einmal das Fenster zumachen, weil ich immer so laut bin beim LPen. So. Ich habe jetzt nämlich mal wieder Zeit gefunden, LP zu LPen. So, und das nutzen wir auch. Okay, die erste Welt habe ich relativ in einem halben Paradebeispiel... Okay, warum habe ich Paradebeispiel gesagt? Und jetzt werde ich ganz sicher kein Paradebeispiel machen. Oder? Ich kenne mich doch. Ihr macht auch keine Paradebeispiele, nachdem ich so etwas sage. Okay. Ganz ruhig. Du hast alles gechillt, Alter. Okay, der Controller hat sich von selbst bewegt. Das gefällt mir schon mal nicht, dass es das tut. Na, das ist die größte Angst mitunter, vor der ich habe. Hier springe ich einfach durch. Okay. Okay, wir haben ja ein Leben. Okay, ich darf mir solche Scheißfehler nicht erlauben. Wortwörtliche Scheißfehler. Das ist ja schon wirklich sehr... shitty, muss man so zu sagen. Was sollte echt nicht... möglich sein bei mir. Gut. Und es geht ab. Und nun... Nein, du fängst jetzt nicht mit dem Fail an. Du schmeißt deinen Fail zurück und fängst wieder an, normal zu spielen. Mann, das ist die Welt 8. Die habe ich so oft ohne Probleme geschafft. Oder halt mit ein, zwei Lebensverlusten. Aber nein, ich verliere ja durchgehend. Meine Güte, okay, wenigstens bin ich hier nicht gesprungen. Bin diesmal ja auch fit. Bin gerade nach dem Aussch... Ich bin ja gerade fit, bin ja direkt darum auf. So, haben wir das auch mal erledigt, diese kleine Diskussion. Wegen fit und so. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin ja sowas von uncool. So... Erstmal das Leben. Das, vielleicht ist es nur so schlimm, weil ich immer das Leben habe. Weil dann denke ich mir so, ach, kann doch gar nichts passieren. Ich habe das Leben. Ich habe ja sowas wie... Okay, ganz ruhig. Ganz gechillt. Und das schaffst du auch. Gut. Du kannst alles. Du kannst diese Sprünge. Ich meine, ich habe schon so viele Super Mario Bros. Gespielt. Ich habe schon so viel Super Mario World gespielt. Ich habe schon so viele Super Mario Spiele allgemein gespielt. Das sollte mir doch möglich sein, das ja auch abzuschließen. Okay. Ist nicht mehr viel. Gut. Na gut, ist jetzt egal, dass ich nicht ganz nach oben drauf gekommen bin. Ist mir auch relativ. Ich habe doch damals so die größten Highscores ever gezogen, weil ich halt einfach wirklich von 0 bis Ende durchgegangen bin. Und das musst du auch machen, damit du halt die richtig hohe Highscores hast. Dann musst du ja wirklich ohne Game Over durchgehen. Wenn du Game Over hast... Oh nee, warum stellt ihr euch so blöd jetzt hier hin? Komm, das schaffst du. Du schaffst das. In meinem Inneren sagt so, nee. Nee. Ja, warum sind jetzt... Leck mich am Arsch. Oh, leck mich am Arsch! Jetzt komm bitte. Nicht so viel Pech. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass ihr jetzt alle nach unten geht. Ihr werdet nur den Pilz, Mann.
Nichts anderes. Ist das schon zu viel ge... Okay. Ich hab den Pilz, gut. Der muss ja hier gewesen sein, ja. Oh Gott! Ja, da hätte ich beinahe meinen Pilz gehabt, ne? Scheiße. Nee. Nein! Okay. Krank! Krank durchlaufen. Okay, so war die Teil... Es war so knapp, bisschen früher. Du, ich konnte das damals. Ich bin eigentlich durchgerannt wie so ein kranker Spaß. Und hab die dann durchgedingst. 5 Minuten sind vorbei, okay. Noch ist alles zeitlich gut und in Ordnung. Okay, selbst wenn er ganz runterspringen würde, wir haben hier eigentlich alles unter Kontrolle. Wenn wir nur einen Hammerbruder haben. Das ist ja immer das Wichtigste. Immer nur einen zu haben. Hier natürlich mit einem Feuerblume rumzulaufen, wäre natürlich total OP. Aber dazu kommt man ja so schlecht, weil man wirklich das von anderen Leveln... Ja, was? Ein Millimeter? Ich konnte das damals... Oh, nee, Mann. Ah, das ist... Das ist uncool. Es ist sehr... Wow. Ich habe sogar mal ein bisschen mal hier knappen Skill bewiesen. Ja, ich bin so uneingeübt. Also für alle anderen Welten reicht's, aber für die... Ha! Welt 8. Okay. Das hat geklappt. Wir müssen früher springen, ich muss früher springen. Noch ein Leben. Wenn ich das damit schaffen würde. Ich muss halt nur diesen einen Punkt schaffen, damit ich dieses Level schaffe. Okay, wir können nochmal von neuem. Es ist alles kein Problem. Wir haben Zeit, wir haben alles in der Welt, was wir brauchen. Oh, die ersten zwei Welten sind ja eigentlich gar kein Problem mehr. Da will ich auch eigentlich keine Fails mehr sehen. Ich will auch das eine Leben abholen, einfach zur Sicherheit. Das sollte ja eigentlich im Bereich des Machbaren sein. Denke ich mal, kann ich zumindest so mal ansetzen. Oh, den einen Cooper habe ich aber echt eingesperrt, Alter. Von beiden Seiten. Mit Cooper-Dingen, Alter. Der wird nie wieder rausfinden. Jetzt heißt es hier diesen Stern holen. Und dann heißt es aufpassen, dass ich ab einem bestimmten Punkt abbremse. Bremse ab. Bremse ab. Ich glaube, das ist hier, ne? Ja. Das andere ist ja sonst doof. Und da kann ich dann sonst warten und dann hier mit allen Schunk mitlaufen. Genau. Dadurch haben wir schon mal ein Leben. Wenigstens etwas. Und auch das war kein Problem. Das sieht man ja. Es passt ja alles vom Movement. Oh, leck mich am Arsch. Was war das gerade, Junge? So muss man spielen. So. So habe ich damals immer gespielt, ja. Da habe ich auch immer fast, wie schon auch damals erwähnt, also vor den letzten Parts damals, weißt du, vor 50.000 Jahren, habe ich damals auch immer wieder gezockt. Das ist alles in der Zwischenzeit echt flauten gegangen. Wo sind all die Zeiten hin, wo man... All die Zeit ist weg. Oh mein Gott. Ich wollte da eigentlich da drauf springen, aber bin dann aus Versehen runtergesprungen. Aber alles kein Problem, wie man ja sieht. Wir haben das Leben mit dabei. Das war jetzt so ein dummer Sprung. Das war so ein dummer Sprung, Mann, Mann. Ja. Gut, diesen Anfang kann ich, weil wenn man eigentlich hier ist, hat man halbwegs sein Leben gesaved. Okay, warum sage ich das, ne? Wahrscheinlich tue ich jetzt irgendeinen Fehler, womit ich das Leben hätte beinahe verkacken tun können. Habe ich auch beinahe, wie man ja gesehen hat, aber alles nochmal gut gelaufen. Darum geht's ja immer. Dass alles gut läuft. Gut, selbst das ist auch gut gelaufen. Es hat ja manchmal auch solche kleinen Mini-Lags. Also, ich nehme das jetzt nicht als Grundausrede, weil das auch zum Teil sehr
großartig mein Skill ist, der da im Weg steht, aber es ist nicht gerade cool, dass es manchmal so, ja, wie soll man sagen, dass das Spiel leicht zittert, weil im Normalfall sollte es flüssig laufen. Ich spiele ja über Emulator, sonst komme ich nicht so wirklich gut an das Material, vor allen Dingen nicht in der Quali. Ist das ja klar, dass ich, ne? Ich habe es damals so oft an der Super Nintendo gespielt. Ich habe da keine Probleme gehabt. Ich habe sogar noch die Super Mario Brothers Version von Game Boy gezockt. War auch kein Problem. Habe ich alles gemacht. Ich habe da alles wirklich an Secrets durchgedingt. Ich glaube, ich habe da sogar alles rausgedingt bei meinem Spielstand. Aber ich glaube, ich habe mein Spielstand gar nicht mit dabei, als ich umgezogen bin, oder? Kann das sein? Scheiße. Ja, vielleicht kommen wir ja irgendwann dazu, dieses Spiel trotzdem mal zu spielen. Wer weiß. Man kann sich ja überraschen lassen. Okay, hier ist da sonst nichts gewesen. Ups. Genau, so wollte ich das machen. Gut. Oh, das... Ich könnte auch warten, das weiß ich auch. Aber gerade bei der Stelle ist das... Boah, leck mich am Arsch, war das gerade knapp. Nee, du holst dir jetzt hier deinen verdammten Pilz. Du wirst jetzt zum Drogenabhängigen. Und dann versuchst du diesen Pilz zu... Vor allen Dingen passende meine Sprünge, die ich machen möchte. Darf man auch nicht vergessen. Weil ich mache ja meine Sprünge so komisch, ne? Das hat man ja schon gesehen gehabt. Ja, das... Ja. Oh mein Gott. What? Nee, du wartest ab hier. Okay, ich habe neue Taktik. Ab hier warten wir. Und dann, ja, keine Ahnung. Also zumindest warten wir da. Bis dahin scheine ich ja alles wunderbar in meiner Speed. Oh nein. Oh nee. Junge, Junge. Bist du Abstand, ja? Das ist das Besondere, wenn man so den Pilz aufnimmt, muss man ja den Sprung sehr gut vorbereitet haben. Nein! Warum? Oh, ein Millimeter. Ah, ein Millimeter. Na, dam, dam. Also wenn jemand vorschlägt, Super Mario and the Lost Levels. Wobei, ich glaube, da speichert er ja nach jedem Level, ne? Aber trotzdem. Das wäre trotzdem knallhart. Ja, genau. Weißt du, sonst, wenn ich klein bin, tust du das nicht. Aber jetzt. Komm, spring hoch. Ich hab mich austricksen lassen. Ich hab mich austricksen lassen. Wie viele Minuten haben wir? 13. Oh, nee. Kannst du mir doch nicht erzählen, also ich hätte schon wieder hier so rumhock. Komm, das schaffst du. Okay, das gefällt mir. Das reicht nicht an Situation. Wenn ich klein war, dann habt ihr mir das nicht angetan. Wenn ich von Grund auf klein war. Komm, das schaffst du, mein Mann. Alles kein Problem. Das gibt's ja nicht, das denkt man sich immer wieder. Ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Oh Mann, nicht schon wieder. Jetzt muss ich schon wieder von neuem. Verdammt. Also gut wie. Also ich könnte es ja noch schaffen, so ist ja nett. Aber... Da müsste jetzt echt einiges passieren. Vielleicht schaffe ich ja meinen Super-Mega-Boost-Modus. Okay, damit nicht. Thank you.
Da bin ich zu weit reingelaufen, ja. Super. Continue. So. Und das schaffst du, Mann. Ich sehe halt nur wieder die Zeit und denke mir so, wie kann ich schon wieder knapp 20 Minuten verplempern für diese wunderbare letzte Welt. Es ist auch sicherlich sehr, sehr spannend anzugucken. Ich meine, hallo? Mit die letzte Welt. Es ist nicht so schwer. Was ist mit dir los, Mann? Was ist mit dir los? Wie kann das denn sein, Mann? Du warst mal so gut in Super Jump'n'Runs. Wo ist das überhaupt alles hin? Achso, ich spiele Super Mario Bros. Levels. Ja, wo ist das Problem, Mann? Wie sind das meine schwierigsten Level der Welt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ups. 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 Komm, gib mal den Stern. Danke. Machen wir gleich mal das Leben ab. Bam, 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 bam. Und auf geht's. Wenigstens das Leben ist da. Komm, das ist alle. Oh mein Gott. Ich dachte, ich hätte den Sprung ein bisschen zu knapp gesetzt. Aber alles kein Problem. Oh shit. Den habe ich ja sogar noch besser gesetzt als beim letzten Mal. Den habe ich sogar noch besser gesetzt als beim letzten Mal. So richtig mit viel Selbstvertrauen, ey. Dass ich das mal so sagen darf. Mit Selbstvertrauen. Oh mein Gott. Ich wollte gerade gucken, wie viel Zeit wir gerade in einem Part gedings haben. 17 Minuten, okay. Boah. Einfach abwarten, Tee trinken. Wir haben zumindest das Leben. Hört ihr das? Ah, das hört ihr gar nicht. Diese, ah, Scheiße. So. Und das alles kann ich ja schon. Ich hätte wahrscheinlich Super Mario Bros. Spielen müssen. Damals, also ich habe das ja sogar durchgespielt, aber man hatte ja damals beim, na, das war sogar Livestream-Projekt. Meine Güte, wo sind all die guten Super Mario Bros. Zeiten hin? Wo ich noch all den Skill hatte. Ich habe das ja ohne Probleme durchgezockt. Und zwei Parts, glaube ich sogar. Mensch. Aber ich weiß noch, an einem Tag haben mich zu arg Leute angekotzt, sodass ich dann den Livestream verworfen habe. Leute, die ich sogar heutzutage noch gut kenne. Ja. Nicht alle sind verschwunden in meinem Leben. Eigentlich sind schon verdammt viele in meinem gesamten LPA-Laufbahn verschwunden in dem Sinne. Also sehr, sehr viele. Also noch ans Leben dran gekommen. Ich muss wirklich sagen, das Leben als LPA oder gerade im Internet ist sehr, sehr interessant, weil echt vielen Leuten kommst du sonst so nicht mehr in. Okay, vielleicht sollte ich ein bisschen abbremsen. Und nicht so viel labern über verschwelgte alte Zeiten. Wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Vielleicht einfach mal normal zu spielen. Sich nicht verwirren zu lassen. Ja. Ist ja auch erstmal ein Skill, ne? Als Peer habe ich immer schon viel Schwachsinn gebrabbelt. Also. So. Ist das nie anders gewesen? Den habe ich sogar mal gut gesetzt, den Sprung. Danke. Ah, den habe ich gut gesetzt und den habe ich so scheiße gesetzt, dass es gar nicht mal diesen Sprung gab. Oh Mensch, wir haben schon wieder über 20 Minuten gleich. Komm, das schaffst du. Ich glaube an dich. Das schaffst du jetzt in diesem Run. Du musst es ja in diesem Run schaffen. Ich kann diesen Partner nur so lange ziehen, wie dieser Run geht.
Super Mario Brothers mit 5 Parts wäre für mich selber, muss ich sagen, erniedrigend. Für das, was ich damals konnte, es ist so schon erniedrigend genug, um es mal so zu sagen. Aber das wäre ja wirklich pure, pure Ultra-Erniedrigung. Um es mal so zu beschreiben, in meinen Augen. Wie kann man diese Scheiße immer wieder in diesem Level durchführen? Was ist mit dir eigentlich los, mit deinen Jump-Run-Skills, Mann? Ey, das ist nicht schwer, das weiß ich selber. Ich hab sogar auch in der Zwischenzeit eigentlich die Steuerung im Kopf, auch wenn ich jetzt mich gerade so doof hier angestellt habe. Ich hab sie doch im Kopf, ich hab doch alles. Doch alles Wichtige, was ich zu wissen brauche. Und trotzdem mache ich das. Mann. So, gut. Jetzt habe ich das Tag ein, Tag aus noch nachts gespielt auf dem Gameboy. Ich weiß ja noch, bevor ich schlafen gegangen bin. Habe ich immer noch mal angemacht. Jo, ich muss alle Yoshi-Teile finden. Muss dies und das finden. Wenn ich mir das heutzutage angucke, denke ich mir so, wo ist das hin? Ich habe dieses Spiel Tag aus, Tag eingespielt eine Zeit lang. Wir gehen noch vorm Schlafen hin, dann habe ich an die Spielmodis gespielt, noch den Yoak den Boom-Modus und so. Da gab es ja noch andere Levels, aber trotzdem, ich habe an meinem gesamten Skillset eigentlich gearbeitet. Und das noch mit einer erniedrigten Sicht, weil du siehst ja viel, viel weniger auf dem Gameboy. Was ist ja das? Bei der Gameboy-Version siehst du ja fast gar nichts, gefühlt. Und trotzdem habe ich das ohne Probleme hinbekommen. Und jetzt so, ich kriege auch nichts hin. Ja, nicht mal das kriege ich hin. Was ist los? Was ist hier los, Mann? Ja. Ja, das ist eine der geilsten Situationen. Du möchtest dich hier einreihen, um die Dinger zu töten, die Hammerbrüder, und dann quetschen sie dich so vehement ein, dass du keinerlei Chancen hast. Wie konnte ich diese zwei Sprünge versetzen? Das ist doch unglaublich. Das ist doch unglaublich, was ich hier wieder... Ja. Das... Das gibt's ja gar nicht. Das ist... So peinlich. Also wenn ich das... Irgendwann muss ich das auf jeden Fall nochmal machen, dieses Let's Play. Wenn ich das jetzt so hochlade. Irgendwann muss ich es nochmal machen. Einfach nur meine Schuld hier auf diesem Kanal zu begleichen. Ich hab's doch damals geschafft, Mann. Das ist ja das Schlimmste daran. Durchspringen. Ich hatte durchspringen. Warum komme ich nicht weiter an diesen Punkt? Es gibt keinen Grund dafür. Noch ein Leben. Und das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. So, Leute, man sieht sich im nächsten Part. Ciao.